an meinen Kollegen Gerd-Joachim von Valois. Und der verfolgt heute das, was die im Bundestag vertretenen Fraktionen heute bewerkstelligen. Ja, vielen Dank. Es ist eine historische Woche hier im Deutschen Bundestag, denn die Ampelfraktionen haben sich geeinigt auf eine Wahlrechtsreform. Die soll jetzt auch schon am Freitag in zweiter, dritter Lesung beraten werden. Überraschend nach der ersten Lesung haben die Ampelfraktionen diesen Gesetzentwurf noch einmal massiv verändert. Anstatt 598 Abgeordnete soll der Bundestag in Zukunft 630 Abgeordnete stark sein. Und das kommt damit zustande, dass man bei 299 Direktmandaten bleibt, plus 331 Mandaten, die über die Liste zugeteilt werden. Interessant bei dem neuen Entwurf ist dann auch noch, dass die Grundmandatsklausel entfällt. Das bedeutet, wenn man drei direkt gewählte Abgeordnete in das deutsche Parlament bringt, so wie das die Linke in dieser Legislaturperiode geschafft hat, dann kann man auch als Fraktion einziehen, obwohl die Linke nur 4,9% gekriegt hat. Dieses wurde überraschend jetzt in den Gesetzentwurf auch eingearbeitet. Das soll also wegfallen. Darüber ist nicht nur die Linke empört, sondern das stört natürlich auch die CSU. Viele hier im Parlament haben die CSU ja dafür verantwortlich gemacht, dass der Deutsche Bundestag seit 10 Jahren darüber beraten hat, wie der Bundestag kleiner werden kann. Und es wurde immer boykottiert, so die allgemeine Meinung der CSU, von der CSU, weil die CSU die meisten Direktmandate erfahrungsgemäß eingefahren hat. Jetzt könnte es zum Beispiel passieren mit dem neuen Gesetz, wenn das am Freitag verabschiedet wird, dass die CSU vielleicht sogar unter die 5%-Hürde fällt. Bei der letzten Bundestagswahl, das war allerdings ihr schlechtestes Ergebnis, da war sie bei 5,2. In den Reihen der CSU ist man der Meinung, das passiert nicht wieder. Wir werden auf jeden Fall über 5% kommen. Aber sagen wir mal, sie würde unter 5% fallen. Beim letzten Mal hat man an die 45 Direktmandate geholt. Die würden dann alle wegfallen. Und ob das wirklich mit dem Grundgesetz vereinbar ist, das wird sicherlich am Schluss das Bundesverfassungsgericht überprüfen. Da bin ich mir ziemlich sicher, da wird es Klagen geben. Ja, und der zweite Punkt hier heute in dieser Sitzungswoche hier in Berlin, der wichtig ist, ist natürlich, dass die Eckpunkte für den Haushaltsentwurf vom deutschen Finanzminister am Mittwoch, nämlich morgen, nicht vorgestellt werden können. Die Kabinettskollegen haben einfach so viele Wünsche geäußert, dass der Bundesfinanzminister gesagt hat, das geht so nicht, wir müssen sparen und nicht mehr Geld ausgeben. Und jetzt geht's hier los mit Rolf Mützenich, dem Fraktionschef der SPD. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank erneut, dass Sie vor unserer Fraktionssitzung der SPD-Bundestagsfraktion ein paar Dinge mit uns austauschen wollen. Ich würde gerne als Vorbemerkung machen, dass ich sehr froh darüber bin, dass wir in dieser Woche zwei wichtige Versprechen auch aus dem Koalitionsvertrag auf den Weg bringen. Auf der einen Seite die Finanzierung des Deutschland-Tickets, das 49-Euro-Ticket. Das kann dann am 1. Mai auch beginnen. Sie wissen, es gab ein paar zähe Beratungen. Aber sozusagen am Ende hat der Zug, hat der öffentliche Personennahverkehr Fahrt aufgenommen. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Und ich glaube, dass das, was wir jetzt versprochen haben, nämlich ein deutschlandweit gültiges Ticket, was für 49 Euro, glaube ich, für die meisten erschwinglich ist. Und da, wo es nicht erschwinglich ist, scheinen ja auch einige Länder bereit zu sein, stärker noch auch zu versuchen, eine soziale Balance hinzubekommen. Das finde ich gut. Der Bund hat sehr auskömmlich finanziert, was die Regionalisierungsmittel betrifft, aber auch jetzt diese Frage. Von daher glaube ich, dass wir uns gut auch ergänzt haben, dann natürlich auch zusammen mit den Kommunen. Zum anderen das Demokratiefördergesetz, was wir in der letzten Legislaturperiode leider nicht mit dem damaligen Koalitionspartner haben auf den Weg bringen können, ist ganz wichtig für die Verankerung und noch eine stärkere Unterstützung, insbesondere in einzelnen Bundesländern für demokratische Zivilorganisationen, die sich versuchen, oft auch gegen Anfeindungen für unsere Demokratie einzusetzen. Und dass wir diese Initiativen jetzt so stark unterstützen, empfinde ich als sehr wichtig. Ich hätte es gerne früher gehabt, aber es ist gut, dass wir es jetzt auch auf den Weg bringen. Naja, und zum anderen wissen Sie, dass wir um 17.30 Uhr, glaube ich, mit den... Ist noch nicht angekündigt, wird aber eingeladen. Ach so, Entschuldigung, wollte ihm nicht vorgreifen, aber dann... Für 17.30 Uhr werden sich die anderen Fraktionsvorsitzenden, ich glaube, Frau Hasselmann
für Bündnis 90 Die Grünen und Herr Dörr für die FDP-Bundestagsfraktion zusammen mit mir dann auch zum Wahlgesetz auch hier gemeinsam äußern. Ich will dem nicht vorgreifen, kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Fragen hat. Wenn Sie sich bis dahin nicht gedulden wollen, stehe ich Ihnen auch jetzt zur Verfügung. Ansonsten haben wir noch die Regierungserklärung des Bundeskanzlers zum Europäischen Rat. Also eine volle Tagesordnung mit ganz unterschiedlich wichtigen Themen. Vielen Dank. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Bitte sehr. Ich verstehe Sie. Ein bisschen lauter. Wird es jetzt in der Sitzung zur Abstimmung auch zu, über die Wahlrechtsreform kommen und erwarten Sie ein klares Ergebnis? Ja, Sie wissen ja, dass wir eine Fraktion sind, die nicht allein diskussionsfreudig ist, sondern auch entscheidungsfreudig. Und deswegen will ich Ihnen sagen, natürlich stimmen wir darüber ab. Aber das ist ja nicht die erste Abstimmung. Wir haben bereits dreimal über das Wahlgesetz in der Fraktion beraten. Und wenn Sie Stimmergebnisse interessieren, kann ich Ihnen sagen, dass gestern der Fraktionsvorstand einstimmig der Fraktion heute diesen Beschluss überantwortet hat. Weitere Fragen? Ja, der Kollege Dort. Angesprochen mit dem 49-Euro-Ticket. Jetzt hat die Bild-Zeitung gemeldet, dass der Bundesrechnungshof da wohl verfassungsrechtliche Bedenken sieht. Was sagen Sie dazu? Ich habe mit dem Bericht, wenn es einen Bericht gibt, manchmal behaupten ja einige Zeitungen, vielleicht auch die, dass sie über verlässliche Informationen verfügen. Ich werde mir diese Informationen besorgen. Der Bundesrechnungshof ist ein wichtiges Kontrollgremium. Am Ende hat er nicht immer recht. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann haben wir das heute ganz schnell hinter uns gebracht. Genau. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Dankeschön. Ja, und Rolf Mützenich hat es angekündigt, um 17.30 Uhr werden sich die drei Fraktionschefs der Ampelfraktionen hier äußern zur Wahlrechtsreform, die eine klare Verkleinerung des Deutschen Bundestags herbeiführen wird auf dann nur noch 630 Abgeordnete, die natürlich hier heute in allen Fraktionen eine ganz wichtige Rolle spielt. Man kann es grob zusammenfassen, die Linke und die CDU-CSU sind empört, werden sicherlich am Freitag auch nicht mitstimmen. Bei der AfD ist zu hören, dass man dieses Gesetz ganz okay findet und natürlich die Ampel, sie wird für ihr Gesetz stimmen. Allerdings gab es in den Beratungen zur Wahlrechtsreform auch in den Ampelfraktionen Unruhe, denn durch die starke Verkürzung auf 598 im ursprünglichen Entwurf der ersten Lesung im Januar, da hat der ein oder andere gerechnet und gesagt, oh, das trifft ja auch mich. Und ich glaube, es ist eine Konzession, dass man jetzt sagt, na gut, wir verkleinern den Bundestag auf 630. Die offizielle Begründung ist, dass dann möglichst fast alle Wahlkreise berücksichtigt werden sollen bei dieser Reform. Denn da ist es so, dass es eigentlich nur noch auf das Zweitstimmenergebnis ankommt für die Partei. Und wer einen Wahlkreis gewonnen hat, kann noch lange nicht sicher sein, hier in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Das kritisiert die CDU vor allen Dingen massiv. Und deswegen wird es sicherlich auch noch massive Auseinandersetzungen geben. Ja, und die CSU, aber auch die Linke haben sich schon vorbehalten, das Ganze dann vielleicht sogar noch gerichtlich prüfen zu lassen. Das wird aber die Zukunft zeigen. Das wird am Freitag hier Thema sein im Deutschen Bundestag bei Phoenix Live zu sehen um 8.45 Uhr. Doch gehen wir weiter hier durch die verschiedenen Fraktionen. Die nächste, die wir Ihnen zeigen wollen, ist die FDP. Der Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, hat mit einem Thema angefangen, was der FDP ja besonders am Herzen liegt und wo Sie auch Ihren Parteichef in Verantwortung haben, nämlich Finanzminister Lindner. Das ist der Haushalt, die Haushaltsberatung. Ich hatte es vorhin gesagt, die sind ins Stocken gekommen. Zu viele Ausgaben, so geht es nicht, sagt Christian Dürr. Die Minister müssen sich bescheiden. Sie wissen, dass der Bundesfinanzminister aus meiner Sicht richtigerweise die Eckwertebefassung für den Bundeshaushalt 2024 verschoben hat. Das Bundeskabinett muss jetzt zusammenkommen und die Bundesministerin, die Fachminister müssen Prioritäten setzen. Das ist wichtig, das muss jeder auch zu Hause machen. Die 70 Milliarden Euro, die dort angemeldet waren, sind sicherlich im Bundeshaushalt nicht darstellbar. Und vor dem Hintergrund ist auch eines klar, wir können uns nicht
dauernd in Ausnahmesituationen bewegen und diese sozusagen als Grund heranziehen, um die Schuldenbremse zu reißen. Für die Koalition ist klar, wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Sie ist Grundgesetz, sie ist Verfassungsrang. Und zum Zweiten geht es auch um die Frage, was wir zukünftigen Generationen hinterlassen. Angesichts der Inflationssituation, steigender Zinsen, ist Schuldenmachen unfassbar teuer. Für die privaten Haushalte, aber insbesondere auch für den Bundeshaushalt. Die Schuldenlast, die wir jetzt schon haben, ist für spätere Generationen nicht zu stemmen, wenn wir immer weiter auf Pump wirtschaften. Und vor dem Hintergrund muss eben das gelten, was auch für zu Hause gilt. Man muss Prioritäten setzen. Man kann nur das ausgeben, was man zuvor erwirtschaftet hat. Und deswegen geht es jetzt darum, nicht mehr Geld auszugeben, sondern das Geld besser auszugeben. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Diskussion um den Verbrennungsmotor, auch auf europäischer Ebene. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat zu Recht angekündigt, dass ein Verbrennerverbot, auch ein Verbrennerverbot für klimaneutrale Automotoren und Dieselmotoren keine Option für die Koalition ist. Wir haben ja bereits im Koalitionsvertrag auch da eine Wende eingeleitet. Die ehemalige Große Koalition hat ja gemeinsam mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der CDU jahrelang für ein Verbrennerverbot gearbeitet. Das haben wir für falsch gehalten innerhalb der Koalition und deswegen auch im sogenannten Trilogverfahren, also im Verständigungsverfahren zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten hinterlegt, dass die Kommission einen Vorschlag machen muss, wie auch nach 2035 Verbrenner zugelassen werden können, die mit klimaneutralen Kraftstoffen fahren. Das ist gut fürs Klima und das gilt nicht nur für nach 2035, sondern schon für jetzt und heute. Denn wenn wir E-Fuels zulassen, worauf wir uns innerhalb der Koalition verständigt haben, Deutschland macht hier den ersten Schritt. Wir werden synthetische klimaneutrale Kraftstoffe in Deutschland zulassen, dann brauchen wir auch den zweiten Schritt auf europäischer Ebene, dass es dafür in Zukunft die Motoren gibt. Der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Bildungsgipfel. Die Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger hat dazu ja eingeladen. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam mit den Ländern es schaffen wollen, auch in der Bildungspolitik eine Zeitenwende einzuleiten. Hier ist viel zu viel Klein-Klein in den letzten Jahren passiert. Bund und Länder müssen da zusammenarbeiten. Die Länder sind zuständig. Umso verwunderter bin ich darüber, dass viele Kultusminister offensichtlich fernbleiben wollen, insbesondere von der Union. Da gab es ja viele Forderungen von Seiten der Unionskultusminister in den letzten Wochen und Monaten, Forderungen an den Bund. Und deswegen wäre es gut, wenn man jetzt zusammenkommt und darüber spricht, wie man die großen Probleme löst. Der Lehrermangel, die Digitalisierung, die Schulabbrecherquote in Deutschland ist viel zu hoch. Es geht darum, jungen Menschen eine Chance zu geben über unser Bildungssystem. Und da sollten wir gemeinsam vorankommen. Ich bin ehemaliger Landespolitiker und Bildungspolitik ist Ländersache. Insofern hoffe ich, dass gerade die unionsgeführten Länder hier bei einem Kraftakt von Bund und Ländern dabei sind und sich nicht ausklammern. Der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft die Beratung in meiner Fraktion am heutigen Tag, auch in anderen Fraktionen zum Thema Wahlrecht. Wir werden es schaffen, nach vielen Jahren der Diskussion, insbesondere zu Zeiten der Großen Koalition, dass der XXL-Bundestag endlich verkleinert wird. Die Menschen in Deutschland haben den Anspruch, dass Politik auch bei sich mit Reformen ansetzen kann. Das ist zu Zeiten der Großen Koalition nicht gelungen. Wir schaffen das jetzt und machen eine echte Reform für den Deutschen Bundestag. Und das zeigt, dass Politik selbst handlungsfähig ist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten, muss man sagen, ja auch gemeinsam mit der größten Oppositionsfraktion der CDU/CSU viel darüber beraten. Da kamen auch, wie ich fand, gute und wichtige Hinweise, die wir aufnehmen. Beispielsweise werden wir die Regelgröße des Deutschen Bundestages, das ist der Vorschlag, den wir nachher in meiner Fraktion beraten, auf 630 Abgeordnete festsetzen. Das führt dazu, dass die Herausforderung, dass Wahlkreise unter Umständen keinen direkt gewählten Abgeordneten haben, deutlich minimiert wird. Also es ist auch ein deutlicher Schritt in Richtung Union. Und jetzt würde ich mir wünschen, nachdem wir hier Schritte auf die Union zugemacht haben, dass auch die Union sich bewegt. Immer nur Nein sagen ist keine Option beim Wahlrecht. Leider hat die CSU insbesondere in der letzten Wahlperiode jede Wahlrechtsreform in Deutschland verhindert. Und es entsteht der Eindruck, man würde an den Sesseln kleben. Das halte ich für kein gutes Bild, was die Politik und gerade die CSU hier abgibt. Sondern wir brauchen jetzt eine Wahlrechtsreform, die zeigt, dass wir Reformen
fähig sind. Und wie gesagt, wir haben auch Vorschläge und Forderungen der Union, 630 Abgeordnete für den Bundestag, das sind ja Zahlen, die aus der Union selbst kommen, haben wir aufgenommen und werden heute in der Fraktion über diese Änderungen am Gesetzesentwurf der Regierungskoalition beraten. Und ich bin dann sehr zuversichtlich, dass wir ein neues Wahlrecht in dieser Woche auch zustande bringen. Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, hat das Ganze hier ja noch einmal dargestellt, natürlich aus seiner Sicht. Also die Zahl 630, die hat die Ampel überraschend am Wochenende ausverhandelt. Und die war sicherlich nicht der Union geschuldet, sondern eher dem Widerstand in den eigenen Reihen. Denn wer schafft sich schon gerne ab? Und der eine oder andere der Ampelfraktionen konnte ja rechnen. Es wird auch bei dieser Reform der Verkleinerung des Deutschen Bundestages logischerweise alle Fraktionen irgendwie treffen. Das ist auch allen Beteiligten klar. Aber ich habe es noch mal vorhin schon gesagt, es gab auch Widerstände in den Ampelfraktionen, da kann man rechnen. Und jetzt ist das ein Entgegenkommen. Der Bundestag wird deutlich verkleinert auf 630 Abgeordnete. Und man kann sich dann bei künftigen Wahlen darauf verlassen, dass diese Sollgröße nicht überschritten wird. Dafür hat man im Grunde genommen die Erststimme völlig entwertet und auf das reine Verhältniswahlrecht gesetzt, wenn man es ein bisschen vereinfacht sieht, nämlich auf die Zweitstimme. Die ist entscheidend für die Stärke hier im Haus. Und ob man in den Bundestag einzieht oder nicht, das wird dann hinterher zugeteilt. Kein Wahlkreissieger kann sich also sicher sein, dass er hier am Schluss im Hohen Hause landet. Und das kritisiert vor allen Dingen die CDU und sagt, das kann doch nicht sein, dass wir ein Wahlrecht haben, wo der Sieger in einem Wahlkreis, die Wahlkreise in Deutschland sind ungefähr alle gleich groß, genau deshalb ja, dass ein Wahlsieger nicht einziehen kann. Und die Ampel argumentiert, naja, wenn einer so 21-22% hat, dann ist das vielleicht auch gar nicht so viel, dann muss er eben dem weichen, der 23-25% hat. Ja, das kann man natürlich so argumentieren. Der deutsche Bundeskanzler übrigens hat auch nur 25% und ist deutscher Bundeskanzler. Also ein Sieger, so argumentiert die Opposition jedenfalls im Wahlkreis, ist eigentlich für den Bürger nicht zu vermitteln, warum er dann hier nicht im deutschen Parlament sitzt. Eine Zuteilung entfremdet den Wahlakt auch vom Bürger. Das sind so ungefähr die Argumentationsketten, die wir dann auch am Freitag sicherlich in der Debatte hören. Wenn man einen Strich drunter macht, muss man sagen, endlich wird es zu einer Lösung kommen, dass der Deutsche Bundestag verkleinert wird. Das wollen eigentlich alle Fraktionen. Die Frage ist nur der Weg dahin. Die Union hat sich im Vorfeld noch beschwert, dass nicht genug mit ihr darüber diskutiert wurde. Ursprünglich hieß es ja mal, dass dieser Gesetzentwurf bis Ostern verabschiedet werden soll. Jetzt gibt man wieder gewaltig schnell Gas. Und dann war es eben die Hauptüberraschung am Wochenende und am Montag, dass die Grundmandatsklausel weggenommen wird. In der alten Bundesrepublik, da darf ich daran erinnern, da gab es eine Grundmandatsklausel. 5 direkt gewählte Abgeordnete haben dazu geführt, dass zum Beispiel die Deutsche Partei in den 50er Jahren zweimal in den Bundestag eingezogen ist, obwohl sie die 5%-Hürde nicht geschafft hat. Ein drittes Mal war das der Fall mit der PDS 2002 und dann eben 2021 die Linke, die 4,9% im Bund gekriegt hat und normalerweise hier in den Deutschen Bundestag nicht eingezogen wäre, hatte aber 3 Direktmandate. Und deswegen sitzt sie hier im Deutschen Bundestag. Und wenn diese Grundmandatsklausel fallen wird, dann wäre die Linke quasi ja hier im Deutschen Bundestag bei der nächsten Wahl, wenn sie das gleiche Ergebnis hätte, nicht mehr vertreten. Und auch spannend für die Union. Es könnte gut sein, dass die CSU irgendwann ja mal unter die 5%-Hürde rutscht. Also alles sehr schwierig. Wir gehen jetzt mal rüber zur AfD. Dort ist der Parteichef Chrupalla und Fraktionschef, der sich äußert. Großumfänglich in den Mainstream-Medien auch gebracht wurden, diese Räuberpistole, die mittlerweile mehr Fragen als Antworten aufwirft. Deswegen werden wir diese Woche die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses im Bundestag fordern. Die Zerstörung dieser beiden Nord Stream Pipelines ist ein beispielloser Angriff auf die Energieversorgung und die Rohstoffsicherheit der Bundesrepublik, auf ihre Souveränität und auf auch unseren Wohlstand. Es war ein völkerrechtswidriger, terroristischer, wenn nicht gar ein kriegerischer Akt, auch gegen die Bundesrepublik Deutschland. Seit einem halben Jahr nunmehr schweigt die Bundesregierung nach wie vor zu diesen Hintergründen. Es besteht auch hier der begründete Verdacht, dass die Regierung mehr über die Verantwortlichen des Anschlags weiß, als sie bislang auch zugibt. Die deutsche Öffentlichkeit und der Bundestag wurden bis heute nicht vollumfänglich über den Stand der Ermittlungen informiert. Die Bundesregierung begründet die nicht
Erteilung von Auskünften mit dem Verweis auf das Staatswohl und die laufenden Ermittlungen. Doch diese Begründung reicht uns als Bundestagsfraktion der AfD auch nicht aus. Wir werden dort auch nicht Ruhe geben und auch weiter den Finger in die Wunde legen. Deshalb wird die AfD-Fraktion diese Woche den Antrag der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Anschlags auf Nord Stream einbringen. Der Untersuchungsausschuss soll konkret klären, wie und auf welcher Basis Erkenntnisse die Bundesregierung bereits besitzt zu diesen Anschlägen auf diese Pipelines, zu relevanten Informationen im Vorfeld der Anschläge zur Untersuchung. Ja, und da gehen wir raus. Wir werden sicherlich gleich noch mal nachliefern, was Tino Chrupalla gesagt hat. Und jetzt Friedrich Merz, der Fraktionschef und Parteichef der CDU. Bei der Aufstellung des Bundeshaushaltes für 2024 ist und damit auch bei fast allen Themen, die Sie zurzeit zu behandeln haben, rund 70 Milliarden Euro Mehrbedarf sind von den Ressortministern angemeldet worden, ohne dass es im Haushalt abgebildet wird. Die Zinsen steigen, die Explosion der Verschuldung des deutschen Haushaltes hat Folgen. Ich wiederhole hier das, was ich schon mehrfach gesagt habe. Zeitenwende muss endlich auch eine ehrliche Bestandsaufnahme dessen enthalten, was die Bundesregierung noch leisten kann, was der Haushalt noch leisten kann. Die Koalition täte gut daran, jetzt den Koalitionsvertrag endgültig auf die Seite zu legen. Ein Koalitionsvertrag, der geschrieben worden ist vor dem Angriffskrieg, vor der Inflationsdynamik und auch vor dem Energiepreisschock, den wir seit einiger Zeit erleben, und diesen Koalitionsvertrag jetzt einmal neu zu verhandeln und auch die Prioritäten zu klären. Zu den Prioritäten gehört, dass wir uns dem immer drängender werdenden Problem der Flüchtlinge in Deutschland annehmen. Wir hatten im letzten Jahr 240.000, genau 244.000 Asylanträge. Wir haben in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 bereits im Monatsdurchschnitt 30.000 Asylanträge gehabt. Die Aufnahmekapazitäten in Deutschland stoßen an die Grenzen. Die Bundesinnenministerin hat zum zweiten Mal einen erfolglosen Flüchtlingsgipfel abgehalten. Es wird nun wirklich Zeit, dass sich der Bundeskanzler um dieses Thema selbst kümmert. Der Hilferuf kommt aus allen Städten und Gemeinden in Deutschland, die an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind. Wir werden uns heute in der Bundestagsfraktion mit diesem Thema auch beschäftigen. Sie wissen, dass wir im geschäftsführenden Fraktionsvorstand vor zwei Wochen ein Papier besprochen und beschlossen haben, das die Überschrift trägt: Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wir haben dort alle Themen noch einmal aufgerufen, besprochen, auch ausformuliert. Dieser Text geht heute in die Bundestagsfraktion und wird beschlossen werden. Und das wird dann auch die Grundlage sein für die gesamte Asyl- und Einwanderungspolitik für uns. Ich will noch einmal auf den Vorschlag hinweisen, den wir gemacht haben, die Einwanderungsverfahren in den Arbeitsmarkt sorgfältig zu trennen von den Asylverfahren. Wir schlagen vor, eine neue Einwanderungsagentur, die vom ersten Tag an vollständig digital arbeitet, also gar nicht mehr analog und mit Papier und Faxgerät, sondern vollständig digital, und die gesamten Einwanderungsverfahren, die zurzeit bei den Ausländerbehörden liegen und die bei den deutschen Auslandsvertretungen liegen, also bei den Konsulaten und den Botschaften, in dieser neuen Einwanderungsagentur zu bündeln und die gesamte Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland aus einer Hand zu regeln. Das betrifft die Arbeitserlaubnis, die Aufenthaltserlaubnis, später möglicherweise auch die Einbürgerung. Wir wollen Asylverfahren und Einwanderungsverfahren sauber voneinander trennen, sodass auch dieses schwierig zu behandelnde Thema des sogenannten Spurwechsels in wesentlichen Teilen erledigt werden könnte. Diejenigen, die bei uns arbeiten wollen und auch die wir brauchen, müssen nicht mehr über die Asylverfahren gehen, sondern können jetzt, wenn unserem Vorschlag gefolgt wird, über die Einwanderungsagentur gehen und die Einwanderung in den Arbeitsmarkt in Deutschland ermöglichen. Wir werden das am 30.03. besprechen. Ich habe namens der CDU-CSU-Fraktion alle Oberbürgermeister, alle Landräte aller Parteien, nicht nur auf die Union begrenzt, eingeladen zu einem großen
Flüchtlings- und Asylgipfel hier in Berlin. Wir werden am 30.03. in einer wirklich großen Veranstaltung mit allen Oberbürgermeistern, Landräten, auch Bürgermeistern, die interessiert sind, sind herzlich eingeladen, über diese Themen diskutieren und daraus dann auch noch mal eine Schlussfolgerung ziehen für die Arbeit im Deutschen Bundestag. Das Thema, was Sie wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ist das Wahlrecht. Wir haben bis gestern Nachmittag versucht, mit der Koalition einen gemeinsamen Vorschlag zu erarbeiten. Es gab durchaus auf der Seite der Koalition den einen oder anderen, der bereit war, das mit uns zu machen. Am Ende haben aber insbesondere in der SPD-Bundestagsfraktion diejenigen obsiegt, die ein Wahlrecht haben wollten, das ganz überwiegend nach den Vorstellungen der SPD formuliert wird. Ich gehe so weit zu sagen, die SPD schafft sich jetzt mit den Koalitionspartnern FDP und Grünen ein eigenes Wahlrecht. Ich bedauere das. Auch wir sind nachdrücklich für eine Verkleinerung des Deutschen Bundestages. Wir haben bereits zwei Vorschläge vorgelegt. Über den einen war die Koalition noch nicht einmal bereit zu reden. Den anderen hat sie relativ kurz abgelehnt und auch dort keine weitere Bereitschaft zu Diskussionen gezeigt. Ich bedauere das sehr. Es wäre gut gewesen, wenn wir ein gemeinsames Wahlrecht verabschiedet hätten. Das wird nun offensichtlich nicht mehr möglich sein. Dieses Wahlrecht, das die Koalition in dieser Woche jetzt zur Beschlussfassung vorlegt und das sie mit ihrer eigenen Mehrheit auch beschließen kann, ist ein fundamentaler Systemwechsel im deutschen Wahlrecht. Wir haben bis jetzt ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Dieses Wahlrecht wird jetzt ein mehr oder weniger reines Verhältniswahlrecht, wo die Abgeordneten, die in ihren Wahlkreisen direkt gewählt worden sind, nur noch eine Zählgröße sind. Sie müssen eine sogenannte Zweitstimmendeckung haben. Und diese Zweitstimmendeckung wird eben dazu führen, dass eine größere Zahl von Abgeordneten, die in den Wahlkreisen direkt gewählt worden sind, nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen. Ein Kollege hat das heute Mittag, und ich mache mir das hier ausdrücklich zu eigen, das Wahlrecht des betrogenen Wählers genannt. Denn die Wählerinnen und Wähler werden am Abend des Wahltages vielleicht voll Freude feststellen, dass ihr Kandidat in den Deutschen Bundestag gewählt worden ist. Am nächsten Morgen wird der Kreiswahlleiter sagen, dass das nicht ausreicht, weil die Zweitstimmendeckung nicht erfolgt. Und jetzt kommt durch eine weitere Änderung, die in dieser Woche von der Koalition beschlossen worden ist, eine weitere Dimension in dieses Wahlrecht, nämlich die Abschaffung der Grundmandatsklausel. Also in Zukunft brauchen Sie nicht mehr nur drei Mandate, um in den Deutschen Bundestag einzuziehen, sondern die 5%-Klausel ist die einzige Hürde, die Sie heute nehmen müssen. Und dies hat gravierende Folgen für die gesamte Union. Dieses ganze Wahlrecht ist ein gegen die Union gerichtetes neues Wahlrecht. Aber hier kommt noch einmal ein Aspekt hinzu, den Alexander Dobrindt vielleicht gleich noch etwas ausführlicher ausführen wird. Aber ich will es aus meiner Sicht noch einmal sagen. Dieses Wahlrecht richtet sich jetzt vor allem gezielt gegen die CSU, weil mit dieser Grundmandatsklausel in Zukunft verbunden sein wird, dass eine Partei, die nur in einem Bundesland kandidiert, in ganz Deutschland 5% überspringen muss, also 5% erreichen muss. Wenn sie in ganz Deutschland die 5% nicht erreicht, dann fallen alle Wahlkreismandate weg, die in einem Bundesland von einer Partei, die nur dort kandidiert, gewonnen werden. Das ist nun wirklich ein eklatanter Verstoß gegen alle Grundsätze unseres Wahlrechts, ein eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Und die Koalition hat sich mit diesem Vorgehen nun wirklich endgültig dekouvriert als eine Koalition, die ein gegen die gesamte Union gerichtetes Wahlrecht in dieser Woche verabschieden will. In den USA nennt sich eine solche Manipulation des Wahlrechts Gerrymandering. Das kennt der eine oder andere vielleicht von Ihnen. Das ist der Zuschnitt von Wahlkreisen je nach Mehrheiten. Hier wird ein ganzes Wahlrecht nach der gegenwärtigen Mehrheit im Deutschen Bundestag zugeschnitten. Und ich werde deswegen mit Alexander Dobrindt zusammen der Koalition, der Fraktion heute Nachmittag den Vorschlag machen, dass wir selbstverständlich am kommenden Freitag in der zweiten und dritten Lesung dieses Wahlrecht der Koalition ablehnen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst, Deutschland droht eine Haushaltsblockade. Der Finanzminister der Streitampel ruft seine Koalitionspartner auf, die finanziellen Realitäten anzuerkennen. Die tun das ganz offensichtlich nicht und sind anscheinend auch weiter nicht bereit, die finanziellen Realitäten in Deutschland zu sehen. Richtig ist, dass die finanziellen Spielräume enger werden.
Das zeigt sich schon allein daran, wenn man den Blick auf die Zinsentwicklung richtet, die vom Bund zu bezahlen ist. Wir haben im Jahr 2021 4 Milliarden Euro für Zinsausgaben zu verbuchen gehabt, im Jahr 2022 16 Milliarden. Und für dieses Jahr wird prognostiziert, dass die Bundesrepublik Deutschland 40 Milliarden an Zinsen für Schulden zu bezahlen hat. Allein daran sieht man, wohin sich finanziell die Ampel mitentwickelt. Dennoch, wir können uns als Deutschland keine Haushaltsblockade erlauben. Viele unserer europäischen Partner schauen schon sehr sorgfältig und auch mit großen Sorgen auf diese Entwicklung in Deutschland. Und deswegen ist der Bundeskanzler aufgerufen, schnellstens diese Haushaltsblockade abzuwenden. Der zweite Punkt, der in dieser Woche zu großen Diskussionen und Debatten führt, ist selbstverständlicherweise das von der Ampel gestaltete neue Wahlrecht. Es ist das Wahlrecht des mangelnden Respekts. Des mangelnden Respekts gegenüber den Wählerinnen und Wählern, des mangelnden Respekts gegenüber der Opposition und des mangelnden Respekts gegenüber der Demokratie insgesamt. Die Ampel schnitzt sich ein eigenes Wahlrecht. Man kann auch sagen, sie manipuliert ein Wahlrecht zu ihren Gunsten in zwei wesentlichen Punkten. Zum einen werden die Wahlgewinner in Wahlkreisen nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen können, automatisch. Das ist eine Missachtung des Wählerwillens. Man muss sich das ganz praktisch vorstellen. Es wird zu einer Bundestagswahl aufgerufen. Es gibt Kandidatinnen und Kandidaten in einem Wahlkreis. Es gibt viele Wähler, die gehen zur Wahl. Es gibt auch einen Gewinner, aber niemand zieht in den Deutschen Bundestag ein. Das wird zu Politikverdrossenheit führen und nicht zu mehr Akzeptanz gegenüber der Politik führen. Und der zweite Punkt, der relativ neu ist, ist die Streichung der sogenannten Grundmandatsklausel. Die führt zur Missachtung des Föderalismusprinzips. Die führt zur Missachtung des Bundesstaatsprinzips, das in der Verfassung auch verankert ist, in dem regionale Besonderheiten berücksichtigt werden. Das ist das Grundprinzip eines föderalen Landes. Und gegen diese regionalen Besonderheiten richtet sich jetzt die Abschaffung der Grundmandatsklausel, die seit Jahrzehnten eine Tradition im deutschen Wahlrecht hat und die übrigens auch nicht reine Theorie ist, sondern die in der Praxis in den vergangenen Jahrzehnten ja öfters mal zum Zuge kam, übrigens nie von der CSU. Wir betrachten das auch als ein theoretisches Problem. Aber es ist sehr klar, gegen wen sich diese Situation richtet. Sie kann dazu führen, dass grundsätzlich in Ländern Parteien beispielsweise alle Direktmandate gewinnen, aber der Einzug all dieser Direktmandate verweigert wird, wenn die 5%-Klausel bundesweit nicht erreicht wird. So, das ist das Umkehren eines Prinzips, das jahrzehntelange Tradition in Deutschland hat, mit dem sich das Verfassungsgericht auch schon öfters beschäftigt hat und das fest verwurzelt im Föderalismusprinzip in Deutschland ist. Also wir erleben hier, dass die Ampel ein Gesetz, ein Wahlrecht schafft, das sich eindeutig gegen die Interessen der Oppositionsparteien richtet. Dass sowas nicht zu akzeptieren ist und von uns nicht akzeptiert werden kann, ist klar und eindeutig. Deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Wir waren gesprächsbereit bis zum Schluss. Wir sind gesprächsbereit bis zum Schluss. Dieses Gesetz kann unsere Zustimmung allerdings nicht bekommen. Und dieses Gesetz muss auch, wenn es so von der Ampel verabschiedet wird, beim Verfassungsgericht überprüft werden. Tja, meine Damen und Herren, die Union stinksauer. Sie haben es gehört. Und in der Tat ist es ja so, eine Veränderung des Wahlrechts ohne eine wirklich ganz breite Mehrheit hier im Hause ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber vielleicht der einzige Weg, um zu einer Verkleinerung zu kommen. Katharina Dröge ist eine der beiden Fraktionschefinnen der Bündnisgrünen. Auch sie ist so ein bisschen sauer durch das schlechte Auftreten der Ampel in den letzten Tagen und Wochen. Das muss sich ändern, hat sie gesagt. Aber ansonsten hat sie sich heute vor der Fraktionssitzung der Bündnisgrünen eigentlich als ganz glücklich präsentiert. Denn wichtige Reformvorhaben werden in dieser Woche ihrer Meinung nach hier durch den Bundestag kommen.
Die Koalition ist ja gerade in etwas turbulenteren Zeiten und auch als Fraktionsvorsitzende würde ich an dieser Stelle sagen, wir würden uns schon wünschen, dass wir an der einen oder anderen Stelle mit etwas mehr Ruhe und mit etwas mehr Gelassenheit und mit etwas weniger öffentlichem Streit zusammenarbeiten würden. Das ist ein Appell an alle drei Koalitionspartner, das in Zukunft wieder etwas mehr zu tun. Und trotzdem darf das nicht verdecken, wie viel wir trotzdem gleichzeitig zusammen schaffen und entscheiden können. Und besonders wenn man auf diese Sitzungswoche des Deutschen Bundestages schaut, dann sieht man, wie handlungsfähig die Ampel gemeinsam ist. Wir haben direkt zwei große Gesetze, wirklich große Reformvorhaben, die wir in dieser Sitzungswoche im Bundestag abschließen werden. Das ist auf der einen Seite die Reform des Wahlrechts und das ist auf der anderen Seite die Einführung des 49-Euro-Tickets. Zur Reform des Wahlrechts. Seit ich im Deutschen Bundestag bin, seit 10 Jahren, schaffen es Koalitionen nicht, sich auf eine Reform zu verständigen, die effektiv die Größe des Deutschen Bundestags beschränkt. Wir als Ampelfraktion haben das jetzt geschafft, gemeinsam als drei unterschiedliche Fraktionen uns auf einen Entwurf für ein Wahlrecht zu verständigen, der dazu führt, dass der Deutsche Bundestag nicht mehr als 630 Abgeordnete haben wird. Damit verhindern wir die Möglichkeit, dass ein Bundestag 700, 800 oder sogar 900 Abgeordnete hätte. All das wäre möglich gewesen auf Grundlage des bisherigen Rechtes. Und ich finde, wir sind in der Verantwortung, als Abgeordnete Gesetze gerade dann zu beschließen, wenn sie uns selber betreffen. Und jede Fraktion im Deutschen Bundestag wird von einer Verkleinerung des Deutschen Bundestages betroffen sein, auch meine Fraktion. Und deswegen bin ich so froh, dass unsere Abgeordneten uns sagen, das tragen wir mit. Wir gehen den Weg auch dann, wenn es uns selber betrifft. Wir haben intensiv auch mit den demokratischen Oppositionsfraktionen gesprochen. Wir hätten uns gefreut, wenn es gelungen wäre, einen gemeinsamen Entwurf auch an dieser Stelle vorzulegen. Und wir laden ein, die CDU und die Linke, diesem Gesetzentwurf der Ampel zuzustimmen. Das zweite große Reformvorhaben, das wir diese Woche beschließen, ist die Einführung des 49-Euro-Tickets. Und ich muss ganz persönlich sagen, es ist so ein Stück weit eines meiner Lieblingsgesetze, das wir in diesem Jahr in den Deutschen Bundestag einbringen, weil es so in unterschiedlichen Facetten zeigt, wie gute gemeinsame Projekte aussehen. Auf der einen Seite ist es total innovativ. Wir wagen jetzt etwas, was viele von uns sich vorher nicht getraut haben, einmal das deutsche komplizierte System der Tarifverbünde zu revolutionieren, einmal einheitlich ein unbürokratisches Ticket für alle in Deutschland und das auch noch bezahlbar. Und damit ist es eine sozial gerechte Politik, denn es trifft insbesondere entlastet insbesondere die Menschen, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Das sind überdurchschnittlich Menschen mit mittlerem und geringem Einkommen, die jetzt mehrere hundert Euro im Jahr sparen durch das 49-Euro-Ticket. Und auf der anderen Seite fördern wir das, was wir alle fördern wollen, nämlich die Nutzung des ÖPNV. Bus und Bahn sind eine klimafreundliche Mobilität und die stärken wir jetzt mit der Einführung des 49-Euro-Tickets. Morgen kommen die Zahlen des Umweltbundesamtes zur Frage, inwieweit Deutschland seine durch das Klimaschutzgesetz vorgegebenen Klimaziele einhält. Und auch da handeln wir als Koalition. Die beiden Sektoren, die in der Vergangenheit nämlich immer die größten Probleme gemacht haben, sind Gebäude und Verkehr. Und im Gebäudesektor hat diese Koalition beschlossen, dass wir beginnen wollen mit der Wärmepumpe. Beginnen wollen mit einer Wärmewende, die sozial und ökologisch gerecht ist. Wir haben im Koalitionsausschuss im letzten Jahr gemeinsam gesagt, 65% Erneuerbare beim Heizen, das wollen wir zum Standard machen. Deswegen haben Clara Geiwitz und Robert Habeck gemeinsam einen Gesetzentwurf erarbeitet, der jetzt in der Regierung abgestimmt wird, der genau das tut. Wir heben das enorme Potenzial, das es im Klimaschutz, im Gebäudebereich, im Wärmebereich gibt. Niemand vor uns hat sich jemals getraut, damit entschlossen anzufangen. Damit schaffen wir Sicherheit. Sicherheit dafür, dass wir auch in Zukunft eine klimafreundliche, aber auch bezahlbare Energieversorgung und Wohnungen in diesem Land haben. Wir schaffen Planungssicherheit für die Menschen, weil wir sagen, in welche Richtung es gehen wird und nicht ständig eine Politik haben, die ihre Meinung ändert. Und wir machen die soziale Unterstützung bei den Umstellungen zum Herzstück dieser Reform. Wir sagen ganz klar, wir werden jeden dabei unterstützen, dass Umstellungen auch finanzierbar für die Menschen sind. Ich sage aber auch ganz klar, kein Klimaschutz ist an dieser Stelle keine Lösung. Und das müssen sich all diejenigen fragen, die jetzt kritisch auf diese Reformvorschläge schauen. Was wäre die Alternative?
Und kein Klimaschutz ist keine Lösung, gilt auch für den Verkehrssektor. Und er ist ein Stück weit das Sorgenkind bei allen Klimaschutzbemühungen in Deutschland. Und hier fordere ich die Koalition dazu auf, dass wir es gemeinsam hier auch schaffen, entschlossen zu handeln. Es gibt unheimlich viele unterschiedliche Vorschläge, die auf dem Tisch liegen. Wir müssen uns nur auf welche einigen, damit auch der Verkehrssektor seinen Beitrag leistet. Aber ich sage auch, man wird die Klimakrise nicht dadurch lösen, indem man die Klimaziele einfach wegdefiniert. Nicht hinschauen sorgt nicht dafür, dass die Klimakrise kleiner wird. Und deswegen gilt für uns, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, im Klimaschutzgesetz werden die Sektorziele erhalten bleiben, braucht es ein Monitoring, das sich jeden Sektor anschaut. Ja, meine Damen und Herren, da fehlt noch die Linksfraktion. Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende, hat hier heute einige Punkte vorgetragen. Und gerade den ersten Punkt, den er benannt hat, der wird sicherlich auch in vielen Fraktionen diskutiert werden und ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dietmar Bartsch. Ich würde beginnen wollen mit der Thematik der Schließung der Häuser Galeria Kaufhof. 52 Häuser werden geschlossen. Das ist für viele, viele Beschäftigte, 5000, wie man lesen kann, wirklich eine Tragödie. Es ist offensichtlich so, dass über eine sehr lange Zeit der Milliardär und Eigentümer von Galeria Kaufhof, Herr Benko, die Bundesregierung über den Tisch gezogen hat und viel Steuergeld abgegriffen hat. Das war immer das Prinzip, drohen, die Hand aufhalten und dann Filialen schließen. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass dieser Dreiklang des Benko-Managements zum Ende gebracht worden ist. Eine wirklich furchtbare Situation. Ich begrüße ausdrücklich, wenn der Arbeitsminister sagt, ja, wir brauchen eine Transfergemeinschaft, das ist richtig, aber eine Transfergesellschaft, Entschuldigung, aber das reicht natürlich nicht aus. Was soll aus den Standorten, häufig ja in Top-Lagen, werden? Meines Erachtens muss der Bund den Milliardär, und ich betone nochmal, den Milliardär, Herrn Benko, zur Verantwortung ziehen. Mit dem vielen bisherigen Steuergeld aus öffentlicher Hand sind die Standorte gesichert worden und jetzt gibt es keine Zukunftsperspektive mehr. Ich glaube, hier ist der Bund gefordert. Wir brauchen eine Debatte über eine öffentliche Nachfolgegesellschaft von Bund und Ländern, über Kaufhäuser in öffentlicher Hand, in genossenschaftlicher Hand. Auf jeden Fall muss es ein Konzept für die Filialen geben, damit die Arbeitsplätze übernommen werden können und vor allen Dingen die Struktur in den Innenstädten auch gerettet werden kann. Als zweites eine Bemerkung zum aktuellen Wehrbericht. Da kann man eigentlich nur sagen, und täglich grüßt das Murmeltier. André Wüstner, der Vorsitzende vom Bundeswehrverband, verweist wieder auf die mangelhafte Ausstattung der Soldaten. Und der schöne Satz, der Bundeswehr fehlt es an allem. Wenn ich aber konstatiere, dass im vergangenen Jahr im Haushalt über 50 Milliarden für die Bundeswehr festgehalten waren, dass in den letzten Jahren dieser Etat am meisten angestiegen ist, wenn es jetzt zusätzlich noch das Sondervermögen von 100 Milliarden gibt, Deutschland sich über dem Niveau von Frankreich nur noch ganz knapp bewegt, dann muss irgendetwas schief sein, denn dort wird über Mängel in Frankreich sehr, sehr wenig geklagt. Ich sage ganz klar und deutlich, das ist nicht zuallererst ein Geldproblem. Denn wir sehen, dass gerade das Bundesamt für Beschaffung, wie in der Bundeswehr immer gern gesagt wird, Bundesamt für Bestechung, das ist nicht meine Wortwahl, aber dass da offensichtlich etwas sehr im Argen liegt. Es wird bestellt, es wird gekauft und der Zustand der Armee hat sich nicht verändert. Ich erwarte von Boris Pistorius, dass er hier eine wirklich grundlegende Reform beim Beschaffungswesen anstrebt. Auch für die Linke ist klar. Wir brauchen eine Bundeswehr, die angemessen ausgestattet ist, entsprechend der grundgesetzlichen Aufträge. Aber das jetzige Milliardengrab, das kann so nicht weitergehen. Das sage ich gerade angesichts des Berichts, den heute Frau Högel vorgelegt hat. Dritter Punkt und für mich ein Stück weit der emotionalste, das ist die geplante Wahlrechtsreform der Ampel. Ich will es ganz klar sagen, das ist ein brutaler Angriff auf die Linke, auch auf die CSU, aber ich stehe hier für die Linke und ich finde, was da gemacht wird, wirklich völlig inakzeptabel. Eine Wahlrechtsreform ist dringend notwendig, das ist keine neue Erkenntnis.
Und ich war schon bei den Initiativen von Norbert Lammert dabei, von Wolfgang Schäuble dabei, dass das Wahlrecht verändert werden muss. Die Union hat das damals immer blockiert, obwohl es gute und annehmbare Vorschläge gegeben hat. Jetzt allerdings macht die Ampel einen politischen Alleingang, wie ich ihn so wirklich noch nicht erlebt habe. Und ich bin einigermaßen überrascht. Ich kann mich gut erinnern, in der letzten Legislatur gab es einen Gesetzentwurf von Linken, Grünen und FDP. Vernünftiger Entwurf. Davon ist hier nichts übrig oder sehr wenig übrig. Es gab mehrfach Gespräche. Vor 3 Wochen war in dem Entwurf auch die Grundmandatsklausel noch enthalten. Jetzt ist sie weg, ersatzlos gestrichen. Es ist ein Unding, dass es theoretisch, und jetzt nehme ich mal nicht die Linke, sondern die CSU, dass die CSU diverse Direktmandate gewinnt, aber vielleicht die 5% nicht schafft. Beim letzten Mal waren es nur 5,2 und dann alle nicht im Bundestag sind. Das hat mit Demokratie meines Erachtens wirklich nichts zu tun. Ich sage ganz klar, das ist ein offener Anschlag auch auf die Linke. Es ist nicht zu vereinbaren mit unseren demokratischen Prozessen. Und es ist folgerichtig, dass wir als Linke alle rechtlichen Dinge nicht nur prüfen, sondern wir werden nach Karlsruhe gehen. Das ist völlig unbestritten. So geht das nicht. Wir werden alle Möglichkeiten, alle rechtlichen, alle politischen nutzen, um hier wirklich dafür zu sorgen, dass dieser Gesetzentwurf so nicht Praxis wird. So, meine Damen und Herren, und ich habe es Ihnen versprochen, wir wollen noch mal hören und schauen, was Tino Chrupalla, der AfD-Partei- und Fraktionschef, eben gesagt hat. Ein weiteres Thema, was, denke ich, auch hauptsächlich die Kommunen, die Landräte, aber auch viele Bürgermeister in Deutschland interessiert, es natürlich weiterhin der Ansturm und die hohen Zahlen, die bei uns Asyl beantragen in den Gemeinden, in den Kommunen. Die Folgen der Migrationspolitik, die wir schon seit 2015 beklagen, die Überforderung der Länder und Kommunen, aber auch des gesamten Landes, die Aufnahme von über 1 Million Kriegsflüchtlinge, die jetzt zusätzlich noch aus der Ukraine die Aufnahmekapazitäten überstrapazieren. Gleichzeitig ist die Asylmigration nach Deutschland massiv angestiegen. Allein im Januar und Februar mit insgesamt 58.800 Personen, die einen Asylantrag in Deutschland gestellt haben. So viel wie übrigens noch nie. Also eine riesige Großstadt in 2 Monaten, die Asyl hier beantragt hat, gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Bundesregierung schaut weiterhin tatenlos zu. Die Innenministerin zuckt mit den Schultern, lässt die Kommunen allein, lässt die Bürger mit den Überforderungen der Kosten auch allein, Landräte verzweifeln. Die AfD-Fraktion legt auch daher in dieser Woche einen Gesetzentwurf mit einem Maßnahmenpaket vor, um das deutsche System von Migrationsanreizen zu reduzieren. Pull-Faktoren müssen endlich abgebaut werden, damit diese Anreize nicht weiterhin dazu auch ausgenutzt werden. Vorrang dabei ist das Sachleistungsprinzip im Asylbewerberleistungsgesetz, was hier auch gestärkt werden soll. Weitgehend auch ohne eine Option auf eine alternative Gewährung von Geldleistung, die hier auch mit verankert werden soll. Eine Vermischung von Asyl- und Erwerbsmigration soll auch künftig weiterhin vermieden werden und darf auch nicht stattfinden. Das Arbeitsverbot für Asylbewerber wird entsprechend der europarechtlichen zulässigen Höchstdauer auf 9 Monate verlängert. Das ist unsere Forderung. Im Anschluss greift eine Vorrangprüfung. Und natürlich auch die Strafbarkeitslücke bei zusätzlichen Falschangaben im Asylverfahren müssen geschlossen werden. Wer betrügt, fliegt. Das ist immer unser Tenor gewesen und das muss auch endlich umgesetzt werden. Genauso die Abschiebungen, die abschiebepflichtigen Asylbewerber müssen endlich ausgewiesen werden. Sollte die Regierung jetzt nicht endlich auch hier die Notbremse ziehen, gefährdet sie den inneren Frieden und auch die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Und deshalb muss es hier endlich eine Umkehr in dieser Politik geben. Soweit also Tino Chrupalla. Wir werden uns hier von der Fraktionsebene hier in Berlin um 17.30 Uhr melden mit den angesprochenen O-Tönen der Ampelfraktion. Einstweilen gebe ich zurück in unser Bonner Studio. Dankeschön, Gerd-Joachim von Fallois. Und er hat es eben schon angesprochen, 17.30 Uhr dann auch der Tag, unter anderem mit der Wahlrechtsreform und dem Bericht der Wehrbeauftragten.